Jo Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt für eine weitere Folge Pokémon Quarz. Wenn ihr Bock auf weitere Pokémon-Projekte nach dem Video habt, könnt ihr euch ja hier oben entweder auf meinen zweiten Channel durchklicken zu Pokémon Sovereign of the Skies oder ihr geht hierhin und lasst nochmal in Pokémon Schwarz Edition 2 Revue passieren, denn dort kommt auch diese Woche leider schon die letzte Folge. Aber ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim vierten Teil von Pokémon Quarz. Jo. Ich habe mir so überlegt, warum habe ich hieraus eigentlich keine Nuzlocke gemacht oder so aus dem Spiel. Ich habe selber keinen Plan. Aber wir machen jetzt ganz normal weiter mit einem ganz normalen Let's Play. Vielleicht mache ich ja irgendwann mal eine Nuzlocke. Schlagt mir mal vor, was für ein Spiel würdet ihr denn gerne als Nuzlocke von mir sehen? Schreibt es mal in die Kommentare bitte. Ich würde das gerne mal wissen. Gut, wir fangen an. Myanmar, you're a great trainer. Well, a thing of gratitude. Take this great ball. Ah, danke. Wir haben noch einen Superball bekommen. Das passt ja gerade, weil wir keine Bälle mehr haben. Ja, was ist in der letzten Folge passiert? Wir haben ein Pokémon, also kein Wingull gerettet. Ein Rubin-Saphir war es ein Wingull? Jetzt nicht mehr? Keine Ahnung, ich habe das Spiel schon ewig nicht mehr gespielt, auch wenn ich das den letzten Part gar nicht mal so lange her aufgenommen habe, also... Oder hochgeladen habe, so, sozusagen, ne? Okay, ich muss jetzt irgendwo ein Package hinbringen. Aber erstmal muss er mich nach oben mitnehmen und jetzt so tutorialmäßig. What? I'm Barrow-chan, that means little Barrow. Ja, ich sehe schon. The fuck? Okay, der ist klein. Also, mich würde es jetzt beruhigen, wenn es ein Kind ist. Ach so. The fuck, er ist ein Klon. Er ist mein Vater. Du hast mich zweimal gerettet. Wieso ist das... Ist der Klon das Kind der Vorstand? Ich will's gar nicht wissen. Okay. Gut, jetzt kriege ich erstmal so ein Paket und muss das dann in irgendeine Stadt bringen. Ich kriege noch einen Pokébar. Was kann ich dann mal damit machen? Ah, okay. Map. Yep. Okay, dann hat sich das damit schon erledigt. Ach, ich kann in den Häusern immer noch nicht rennen. Ah! Okay, also auf jeden Fall habe ich jetzt eine Map bekommen. Das freut uns natürlich sehr. Jetzt können wir uns nämlich richtig krass angucken, wo wir lang müssen. Nein, tun wir nicht. Nein, ich zeige euch einfach mal die Map. Sieht die eigentlich komplett anders aus? Pokébar. Tada, Map. Nö. Ist genau dieselbe Map, bloß ein bisschen anders gestaltet. Hier dann halt auch Quartz Tower. Wieso nicht, ne? Quartz Tower passt schon. Muddy Island, dann ist hier das Dings da, wo Rayquaza normalerweise ist. Hier ist ein Schiff! Ein Schiff! Guckt euch das Schiff an! Egal. B. Danke. Halt, stopp. Genau. Danke, das reicht mir jetzt erstmal. So, ich würde jetzt nämlich erstmal gerne schnell meine Pokémon aufladen gehen. Die sind... Nein, wir kämpfen nicht gegeneinander. Die sind nämlich schon sehr... Was heißt schwach, sage ich mal. Ja. Um so zu sagen, ja, sie sind gerade nicht mehr auf dem besten Stand, habt ihr wahrscheinlich bemerkt. Beim letzten Mal, wir wurden voll krass weggehauen von irgendwelchen anderen Viechern da. Pokémon genannt. Oh, danke, Schwester Joy. Was macht der Typ eigentlich hier? Jo. Okay, sie nehmen alle, 80% aller Schüler hier nehmen auf der Toilette Drogen. Und das ist eine Secondary School. Also jetzt möchte ich da doch mal reingehen, auch wenn ich das vorher verweigert habe, da reinzugehen. Wenn 80% der Schüler da drin Drogen nehmen, möchte ich mal gerne wissen, was er hier hat. Speed bestimmt, haha. Dann bin ich lustig. LOL! In jedem einzelnen Kurs wird dasselbe unterrichtet, aber er kriegt die ganze Zeit immer nur 6. Geil! Okay, was sagt sie hier? Ich weiß gar nicht, wieso ich hier bin. Wenn ich 16 bin, gehe ich einfach raus. Okay, sie will etwas Lustiges machen. Wie zum Beispiel Drogenhändlerin oder Prostituierte. Ja. Okay, das ist jetzt... Das ist das noch ganz normale, das ursprüngliche, was da ist. Okay. Und was sagt sie hier so? One of each 5 students think in their future...
Think in the future. Ja, sie denken in ihrer Zukunft. Nein, sie denken nicht im Hier und Jetzt, sie denken in ihrer Zukunft. Okay. Sie denken wahrscheinlich für ihre Zukunft. So meinte er das. Sie das? Ja, nein. Ich beziehe mich jetzt schon auf den Typen, der hat wahrscheinlich auch Drogen genommen. Lol. Okay, hat sich doch gelohnt, da reinzugehen. Der hat mir, weil ich ein Examen jetzt gerade eine Prüfung bestanden habe, Qu Quick Claw gegeben. Also, schnell, Klaue. Nein, warte, wie heißt das Ding auf Deutsch nochmal? Guten Tag. Ran. Hi, Pool, how are you doing? Oh, you won the Coco Badge from Betty. I knew you could do it, being so and handsome and strong. I said nothing. Like somebody, nothing. Ah, okay. ja. Guten Tag. Ja, was mache ich denn hier eigentlich die ganze Zeit? Also, Moment, sie redet auf einmal von der Primary School. Ich dachte, das wäre eine Secondary School. Scheiß drauf. Okay, hier kann man dann anscheinend nicht abkürzen, sondern muss da durch. Wieso? Verdammt. Okay, Spin geht wieder los. Okay. Töte uns nicht durch Erstaunen. Okay, so geht das auch. Dann geht das natürlich so schneller. Nein, ich will nicht wieder mit dem Spin anfangen. Aber komm schon, das dauert so ewig. Da, 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 da. Wieso machen wir nur noch Critical Hits? Ist Spin equals Critical Hits oder so? Nein, anscheinend nicht. Oh, aber die Musik geht einen total auf den Sack, wenn man die ganze Zeit. Lol. Der sieht irgendwie besonders aus. Speed benutzt. Lol. Okay. Versteht zwar nicht ganz, was der Typ möchte, aber okay. Zwei Wege. Wir nehmen den hier. Ich weiß auch nicht, wieso. Darkness Forest. Darkness Forest Gump. Ach komm schon, das ist ein 2-Meter-Weg. Und jetzt wollen die mir nicht sagen, dass uns dieser Mirapla-Klon hier auf dem 2-Meter-Weg begegnet. Der sich sogar noch verwirrt. Und sich selber verletzt. Nein, er setzt Absorber ein. Und. Ah, jetzt hat er sich selbst verletzt. Dankeschön. Okay, wir wollen. Ich will nur zurück. Wehe, die sagen mir jetzt, ich bin an irgendeinem Kackplatz gelandet, wo ich jetzt nicht mehr lang kann, sozusagen. Ach, komm schon. Komm schon. Danke. Ich will doch nur raus aus diesem Wald. Danke. Oh, Ausgang. Ich habe es geschafft. Ja. Verdammt, das. Noch mehr Rasen. Noch mehr Rasen. Oh mein Gott, ich bin immer noch auf Rasen. Das ist hoher Rasen. Wieso wird hier nicht gemäht? Können die nicht mal ihr Mähapparat rausmachen und das alles wegmähen? Dann laufen die Pokémon einfach so rum und dann sieht man sie wie Menschen. Aber nein. Hallo? Hä? Bin ich zu blöd, um hier rüber zu springen? Ich meine, so Pokémon-Parcours unmöglich. Ein wunderschönen Gu. Ah, diese Frau haben wir gerettet. Und es war doch ein Wingull-Klon, die wir gerettet haben. Mrs. Brittany. What's going up, Pooh? Yo, yo, yo. Okay, ja, ich möchte jetzt gerne mal mit Ihnen mitgehen. Jo. Jo. Ja. Sie liebt Segel. Nein, hätte ich nicht gedacht. Deswegen hast du auch kein Boot draußen stehen. Nein, ich hasse Segel. Aber ich segel dich trotzdem hin und ich habe extra einen Wingull. Also, aber das Meer mag ich eigentlich gar nicht. Also ich lebe zwar am Meer, hab ein Boot und alles Mögliche und fahre gerne durch Klippen und nehme natürlich immer den kürzesten Weg dadurch, damit fast draufgehen und mag Segel nicht. Wieso ist es hier so verdammt hell drin? Wie, sie lässt uns jetzt alleine. Nein, okay, sie sagt uns, wann wir fertig. Okay, die Arena ist eine Höhle. Habe ich auch noch nie gesehen. Also, doch, doch, ich hab's schon mal gesehen. Ist nicht die. Zweite Arena in Pokémon X und Y eine Höhle? Das wäre eine gute Frage, oder? Ich bin der Meinung, ja, oder war es die dritte, war es zweite oder dritte? Ich glaube, die zweite war die Gesteinsarena auch in der Höhle. Also so schlecht ist das gar nicht mal hier. Okay, was gibt's denn hier noch? Gibst du mir irgendwas? Vielleicht eine Angel oder so? Kriege ich vielleicht irgendwo her eine Angel? Komm schon, ja. Danke, okay. Danke, dass du mich zu Ende zugelabert hast. Was ist denn hier so drin?
Guten Tag. Ach so, ja, okay, die labern mich jetzt alle mit diesem Big Teacher-Scheiß voll. Wenn ich den jetzt irgendwie sage, weil ich vom Land komme und irgendwie sage, nein, Big Teacher ist überhaupt nicht mehr cool, dann sa das sieht ja übelst hässlich aus. Dann sagen die mir so, nein, ist irgendwas anderes cooles. Wenn ich jetzt zum Beispiel so sage, fuck yourself, dann, hey, have a fuck yourself day. How are you, fuck yourself? Und so ungefähr kommt das dann rüber. Ja, deswegen finde ich das irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber ich glaube, man kann da eh keine Ausdrücke eintragen. Was ich scha in Klammern schade finde, du kannst ja noch. Aus diesem Haus gehe ich gleich wieder raus. Das ist irgendwie merkwürdig. Guckt euch die nochmal an. Das sind zwei Leute, die in der Mitte von Kreisen stehen. Aus Kissen gelegt. Und sich zu so denken, wir führen einen Pokémon-Kampf durch. Und ich bin das Pokémon. Attacke! Ha! Okay, ich habe sie anscheinend gerade beleidigt. Und kriegt was von ihr geschenkt. Also, ich habe so gesagt, was, du siehst hässlich aus, deine Kleidung ist hässlich. Und dann, ja! Is that a Cocoon Badge? Ja! Anyway, you won't be able to defeat Fausto. Doch, werde ich. Wenn er nämlich Gesteins-Pokémon hat, ist er genauso am Arsch wie die davor, die Arenaleiterin. Und im Pokémon Center war ich ja gerade. Ich gehe einfach mal rein. Und es ist genau die bekackte. Nee, oh Scheiße, das ist. Die wollen mir jetzt nicht ernsthaft sagen, dass das Geist ist. Ach du meine Güte. Egal, wir haben ja Psycho-Pokémon an erster Stelle. Hallo? Ich mag das nicht, wenn man nicht sieht, wo man langläuft. Die Frage ist, laufe ich überhaupt noch? Das ist die Preisfrage. Okay, wo bin ich? Hier kann ich runter. Okay, aber ich will gegen jeden Trainer kämpfen, das ist. Hey, ein Trainer. LOL? Ich dachte so, oh, egal, ich gehe jetzt die Treppe nach oben. Ein Trainer kommt von der Seite. Moment. Wieso kommst du von oben? Hallo, Exorzist. Oh mein Gott, das sieht ja mal so geil aus. Ein Katalon. Konfusion, bitte. Ich habe mir das doch etwas einfacher vorgestellt, aber Level 16 ist doch schon etwas zu hoch. Wir haben viel zu schwache Pokémon. Ach nein, Level 4 ist doch nicht schwach gegen Level 16. Okay, das macht keinen Schaden. Das ist sehr gut. Watergun, Wasserkanone. Nein, Aquaknarre. Trotzdem egal. Ja, meine Defense ist jetzt weg. Aber guck dich mal an, es macht uns keinen Schaden, es hat uns drei Schaden gemacht. Disable. I'm a disabled dog. Die Dog. Wow, okay, also so krass schwierig ist das jetzt auch nicht. Aber irgendwie will ich versuchen, jetzt drei Pokémon von denen, die ich gerade habe, zu behalten, wenn nicht sogar vier. Weil erstens, mein Trassler möchte ich mitbehalten, das ist richtig geil. Starter behalte ich natürlich locker. Okay, er hat keine Hobbys, er steht die ganze Zeit auf dem Grabstein drauf, egal. Ah, hier ist ja Oma, die sieht man wenigstens. Kya, 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 Rudi! I'm going to kill you! Nee, das Stolunia wollte ich auch drin halten. Das hab ich ja ganz bewusst Stulle genannt. Mega Stulle. Ich weiß auch nicht, wer. Oh, fuck, wieso? Nein, B abbrechen, B. Pokémon. Hä? Habe ich mich vertan? Tut mir leid, ich wollte Galagladi nicht opfern. Unsere süße kleine Maus. Mickey Maus. Disable, but it failed. Wasserkanone, sage ich jetzt schon. Mann, Aquaknarre, los. Attackiere ihn mit Aqua. Oh mein Gott, Critical Hit, Aquaknarre. Nightshade. Wir haben Angst, es fügt uns so viel Schaden zu. Seht ihr? Und Tod. Was, es ist Tod? Mario? Mario? Luigi? Tod! Nein. Nein. Genau, das ist meine Antwort auch schon dazu. Judoka! Judoka Gane! One Hit! Fuck! Doch nicht. Aber Critical, wieso mache ich so kack viele Critical Hits, Mann? Das ist doch auch nicht normal. Oh yeah! Schon wieder Critical Hit! Nein! Ja, sieht man mal hier, ich bin besserer Judoka. Ich kann hier so Critical und Critical machen. Ja, was lasse ich denn hier verlernen? Disable vielleicht. Das macht nämlich gar nichts. Oder obwohl, was macht.
Nein. Wieso sollte ich das erlernen wollen? Das macht eh nichts, diese Attacke. Ja. Ja, danke. Ich habe nie verstanden, was diese Attacke macht. Ich habe sie mal beim Pokéball beigebracht, eingesetzt und mir wurde nichts angezeigt, aber auch gar nichts. Ich dachte so, ich sehe jetzt voraus, welche Attacke mein Gegner einsetzt oder weiß ich was, damit er sich darauf vorbereiten kann oder so. Keine Ahnung, was irgendwie eh keinen Sinn macht, weil du eine Runde aussetzt. Aber vielleicht kann sich so das Pokémon besser darauf vorbereiten und wehrt den Angriff besser ab. Es kann auch sein. So, Gesichter. Okay, das ist Gesichter. Naja. Kann ich eigentlich auch disable? Das wäre mal lustig. So, begrenzen. Ey, die sieht eh schon creepy aus. Ich bin ein Geisteroma. Organe. Hoho, richtiger Weg. Der sieht noch mit am coolsten aus von denen. Simkranz und Opa, deine Oma und jetzt so. Hier, I'm a Swaggy Boy Max Swagger. Hiya, I'm a Ninja. Ist das ein Zubiris? Keine Ahnung. Und ich habe schon immer noch nicht mein Pokémon gewechselt. Mann, muss ich mich mal daran erinnern. Ja, mein Pokémon Schwarz Edition 2 Let's Play, um halt mal so ein bisschen darüber zu labern, ist ja jetzt leider fast vorbei. Noch eine einzige Ja, es ist, dürfte ein Gestein-Pokémon sein. Ja, ist ja jetzt fast zu Ende. Wollten mir nicht extra die ganzen Legendären fangen. Ihr wisst, wie in Klammern geduldig ich bin. Ich hatte ja damals schon bei C-Chrom, bin ich schon fast ausgerastet. Bei Kyurem bin ich komplett ausgerastet. Aber die Folgen habe ich nicht hochgeladen, weil ich der Meinung war, es bringt überhaupt nichts, wenn ich diese Folgen hochlade, weil es sind drei Folgen, wo ich einfach nur versuche, Kyurem zu fangen. Und da steckt für mich kein Sinn hinter. Okay, das dürfte schon der Arenaleiter sein, ne? Ja, dem scheint mir so auch so. Machen wir den noch? Komm schon. Müssen wir ins Pokémon Center? Ja, ich gehe mal schnell ins Poké Center und ich sag dann mal bis gleich. So, und da stehen wir jetzt auch schon vor dem Arenaleiter. Können uns nicht bewegen, außer so einmal um ihn rum. Und wir kämpfen von hinten gegen ihn. Diese Position sieht irgendwie falsch aus. Ich bin Fausto, Golden Island Leader. Okay. Punkt ist ein bisschen zu viel da drin. Death is near. Nein, so habe ich das Ding da unten noch nie genannt. Aber okay, wenn du meinst, dass es so heißt. Nein, okay, lassen wir das mal. Ich würde sagen, Water Gun? Ja! Das ist sehr effektiv, meine Freunde. Mit Bulk Up kannst du leider auch nichts tun, weil damit steigt nur deine... Oh, verdammt, die Defensive auch. Nein! Okay, es darf uns nicht one-hitten. Okay, wir haben es gehittet. Es ist schon tot. Somit hat sich das erstmal erledigt mit dem Grabstein. Ich finde die eigentlich gar nicht mal schlecht. So ein paar sehen richtig scheiße aus. Aber manche sehen auch so richtig genial aus. Schnabel. Okay, Schnabel machen wir nicht. Fick dich. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Nein, habe ich nicht. Ich hasse es. Wieso kann das Viech auf einmal Grasflöte? Ich meine, okay, er war vielleicht auf derselben Grundschule wie die ganzen Kinder da drüben oder so und hat deswegen kann sein Pokémon Grasflöte. Aber komm schon, so Traumfresser Bulk Up und so, what the fuck? Danke, dass du aufgewacht bist. Ich meine, so viel mussten wir dadurch jetzt auch nicht einbüßen. Aber es hat eine scheiß Defensive. Meine Fresse. Okay, das könnte noch knapp werden, weil wenn er jetzt nochmal Grass Whistle einsetzt, dann bin ich irgendwann von ihm gewone-hitted. Und das ist irgendwie richtig kacke. Weil ich habe, glaube ich, nichts dabei, um das zu heilen, ne? Haha, ich habe aber noch Super Potion und Potion dabei. Das heißt, ich kann das wenigstens verhindern. Haha, ich habe sogar viermal sowas und kann dann einfach so sagen, bam, du bist wach, Junge. Ja, natürlich kann er noch Spukball.
Ach du meine Fresse! Alles auf eine Karte! Dass er Grasswurzel einsetzt. Fuck! Wir sind down. Scheiße. Das war dann vielleicht doch etwas zu viel, alles auf eine Karte. Und jetzt haben wir nämlich gar nichts mehr. Wir haben jetzt Level 7 Pokémon gegen Level 19. GG. Hab ich gut gemacht, ne? Vor allem, ich kann nämlich mal Tackle einsetzen. Weil Tackle einfach mal keine Wirkung hat. Ja, toll, dass wir mit dir überleben. Mega Stulle. Ich kann eh nichts einsetzen. Meine Fresse. Das einzige Pokémon, das wir jetzt noch haben. Oder das überhaupt was ausrichten kann. Ist das. Unser Galagladi. Das kann Konfusion. Wird jetzt aber durch Shadow Ball gewone-hitted. Mann, lief das kacke. Egal. Wir speeden mal ein bisschen. Wir haben eh keine Chance mehr gegen ihn. Danke, dass du uns jetzt endlich eingeschlafen hast. Danke. So geht das schneller. Ananas! La 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 la. Und down. Dankeschön. Leute, ich würde sagen, weil sein zweites Pokémon so krass OP ist, wir verlegen das mal auf die nächste Episode. Und ich sag, tschüss, ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Schreibt mal was in die Kommentare, ne? Tschüss denn.